Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einen Rückblick auf die Neuzugänge aus dem Januar 2017. Wir gucken uns also wieder ein Jahr rückblickend an, welches Neuzugänge ich hatte, welche ich davon gelesen habe, wie ich mich noch an welches Buch erinnere oder warum ich sie vielleicht auch noch nicht gelesen habe und wieder so ein bisschen die Quote ist. Ich habe schon am Titel des Neuzugänge-Videos gesehen, dass es wohl ein XXL-Monat sein wird und es sind wohl 26 Bücher eingezogen, also auch so ein bisschen eskaliert, was im Januar aber durchaus daran liegen kann, dass man natürlich Weihnachtsbuch, Geschenkgutscheine einlöst und ich ja auch noch Geburtstag im Januar habe und dementsprechend da natürlich auch nochmal Gutscheine und Buchgeschenke und sowas bei mir ankommen und aber ich denke, wir schnacken nicht lange, sondern gucken jetzt einfach mal direkt rein. Ich blende euch ja hier wieder das Video ein und da sehen wir einen türkisen Hintergrund, also einen Vorspann. Und ich wusste gar nicht, dass das schon wieder tatsächlich fast ein Jahr her ist, dass mein Kanal türkis wurde. Am Anfang ja noch so ein bisschen rumgespielt. Ja, und da ist sie auch schon, die Steffi aus theoretisch wahrscheinlich Ende Januar, Februar und sie ist blond. Ja, ich bin ja zwischen Weihnachten und Silvester 16 blond geworden und ist dementsprechend auch geblieben und ich sitze sogar fast vor dem gleichen Regal. Das ist natürlich sehr faszinierend, ohne das vorher mich mit der Vergangenheit Steffi abgesprochen zu haben. Ja, auf jeden Fall das erste Jahr im Übrigen, glaube ich, seit Ewigkeiten, in dem ich wirklich ein Jahr lang die gleiche Haarfarbe habe, was ein Video wäre, was man extra drehen könnte, aber was wir natürlich nicht tun. Aber finde ich persönlich tatsächlich sehr faszinierend und ich denke, wir gucken jetzt einfach mal, welche Bücher so ein bisschen bei mir eingezogen sind. Aber hier soll es ja um Bücher gehen und das erste Buch aus Januar 17 war Red Rising, der zweite Teil von Pierce Brown im Haus der Feinde, eine Reihe, die ich ja absolut gesuchtet habe, die wir ja auch gemeinsam gelesen haben. Wir hatten ja hier auch eine Lesegruppe auf Facebook und haben, glaube ich, jeden Monat einen Teil gelesen und ich mochte diese Science-Fiction-Story unglaublich gern. Ich mag sie auch heute noch, diese Idee, dass man ja so ein bisschen diesen dystopischen Ansatz hat, dass man eben auf dem Mars ist und es gibt verschiedene Menschengruppen, die Roten, die Goldenen, die Pinken und wir haben hier unseren Protagonisten, der eben aus verschiedensten Gründen sich gegen das System stellen möchte und sich dann im Grunde in das Feindes Lagers begibt und es war rasant geschrieben, mal eine ganz andere Art von Schreibstil und fand ich sehr großartig und es soll ja, glaube ich, soweit ich weiß, eine Serie dazu geben, auf die würde ich mich mega, mega freuen und wäre da mega gespannt, wie man das umsetzt, weil ich mir das tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen könnte, auch im Fernsehen zu gucken oder wo auch immer. Ein Tag für ein neues Leben von Ellie Harris, ein Buch, was ich abgebrochen habe, weil es einen Perspektivwechsel und dazu auch noch verschiedene Zeitzonen irgendwie hatte oder Zeitwechsel, Perspektiv, Zeitwechsel, ja. Und ich mit diesem Schreibstil überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Ich kann mich nicht mehr an die Story erinnern. Ich weiß nur, dass ich ständig verwirrt war. Wer bin ich? Wann bin ich? Und wahrscheinlich auch noch, wo bin ich? Und wenn euch irgendein Buch natürlich interessiert, was ich dazu vielleicht gesagt habe und wie ich es fand, guckt euch natürlich auf meinem Kanal einfach mal die Bücherwochen an. Da wird ja wirklich jedes Buch, auch ein abgebrochenes Buch, besprochen. Und da findet ihr dann ja auch einfach die Details dazu und guckt euch das mal an. In der Regel ist ja auf dem Thumbnail auch schon das Buch zu sehen, also sucht nach diesem Cover und dann könnt ihr da näher gucken. Aber ja, abgebrochen zählt aber als gelesen. So auch das nächste Buch, Das dunkle Herz des Waldes, wurde von mir auch gelesen, war glaube ich ein Jugend-High-Fantasy-Buch, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich erinnere mich nur noch sehr vage an die Geschichte, wenn überhaupt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das nicht auch abgebrochen habe. Ich krieg's gerade nämlich nicht zusammen und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es einem nicht so gut gefallen hat und wüsste jetzt auch gar nicht, wie es geendet hat. Deswegen, ja, vielleicht habe ich es tatsächlich abgebrochen, wer weiß, ne? Also es müsste ich meiner Vergangenheit Steffi nochmal sagen, sie möge das bitte in ihrem Neuzugänge-Video gleich mal kennzeichnen. Nein, das klappt natürlich nicht, weil ich ja nicht immer die Bücher gelesen habe, wenn ich das Neuzugänge-Video mache. Woran man auch arbeiten könnte in Zukunft, aber ja.
definitiv kein Highlight, sodass ich mich nicht unbedingt dran erinnere. So, auch das nächste Buch, Eleanor von Jason Gurley, ein sehr schönes Cover, wie ich finde, und auch nach wie vor auch grünlich, das scheint wohl gerade so Trend gewesen zu sein. Aber auch hier kann ich mich nicht wirklich an Eleanor erinnern. Ich glaube, das war die Geschichte, wo ein Mädchen ihre Schwester verliert, wenn nicht sogar die Zwillingsschwester, und dann irgendwie durch eine Tür geht und da dann so eine Parallelwelt öffnet. War das Eleanor? Ich glaube ja, so eine ganz blöde Mutter. Ich glaube, ich habe das auch nicht beendet. Ich krieg's aber jetzt leider auch nicht mehr so hundertprozentig zusammen und das ist halt, wie gesagt, kein so gutes Zeichen. Also scheinen die Januar-Neuzugänge nicht ganz so prickelnd gewesen zu sein, aber ja. Da muss ich selbst nochmal in meiner Bücherwoche gucken, wie ich das fand. Ja, der zweite Teil von Angel Fall ist eingezogen. Tage der Dunkelheit von Susan E. Mir hat ja der erste Teil von Angel Fall unglaublich gut gefallen. Diese Idee, dass wir ja im Grunde auch eine dystopische Welt haben, wo die Engel die Herrschaft übernehmen, fand ich mega spannend. Ich glaube, der zweite Teil hat mir gar nicht mehr so gut gefallen. Und ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile einen dritten Teil gibt, weil ich diese Reihe nach dem zweiten Teil für mich abgehakt hatte und ja, was ich schade fand, weil der erste wirklich sehr, sehr gelungen war. Ja, von Worten berührt von Jackie Felgu, das war, glaube ich, das letzte Buch ihrer 12-Bücher-12-Monaten-Reihe, wenn ich mich jetzt nicht irre, wenn es nicht das 11. war, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es ist tatsächlich noch auf dem Sub. Also das erste Buch im Januar-Neuzugänge-Video, was ich noch nicht gelesen habe und mich auch gerade frage, warum eigentlich nicht und ich es mir auf jeden Fall jetzt für den Januar 18 vornehmen werde, denn ich finde, ein Jackie Felgut geht gefühlt einfach immer und wenn man wunderbare Liebesgeschichten mag und Lebensgeschichten, dann ist man hier absolut richtig und wir haben hier, glaube ich, eine junge Frau, alleinerziehend, wenn ich mich nicht irre, die Autorin werden möchte oder sein möchte und da natürlich vor allerhand Problemen steht und ich bin da sehr gespannt drauf und werde das jetzt auf jeden Fall als eins der nächsten Bücher angreifen und auch das Cover ist richtig, richtig schön, finde ich gerade mal wieder. Bei E-Books ist natürlich immer das Problem, dass man die Cover nicht immer vor Augen hat und nicht immer sieht, nicht wie im Regal. Aber ja, der Felgut muss auf jeden Fall bald dran glauben und wird gelesen. Eis wie Feuer ist der zweite Teil nach Schnee wie Asche und ich weiß, dass ich den ersten Teil unglaublich gefeiert habe. Diese High-Fantasy-Geschichte mit den verschiedenen Königreichen nach Jahreszeiten und dass ich den sogar noch gereadet habe, bevor dann Eis wie Feuer erschien und ich den zweiten Teil nicht mehr so gut fand. Ich mochte die Charakterentwicklung in diesem Buch nicht, ich mochte nicht, in welche Richtung die Geschichte geht und hatte so auch das ein oder andere Problem mit der Story und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob mein Fazit dann war, ich werde den dritten Teil nicht lesen oder ich werde mal gucken, ob ich ihn lesen werde. Das muss ich tatsächlich, glaube ich, selbst noch mal nachschauen. Ja, irgendwie, man ist einfach über 30, da lässt das Gedächtnis nach. Ich weiß gar nicht, ist der dritte Teil überhaupt schon raus? Ja, vielleicht wisst ihr das ja, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall auch gelesen und für nicht so gut befunden. Ganz anders, der zweite Teil der New York Diaries-Reihe hier, Sarah. Es gibt insgesamt 4 Teile, die man komplett unabhängig voneinander lesen kann und die ja von Anne Freitag und ja Adriana Popescu alias Carrie Price, wie wir es hier sehen, auch geschrieben wurden und ich wirklich alle 4 Bücher sehr, sehr gelungen fand. Ich mag New York City, ich mag das Knights Building, in dem ja unsere Protagonistinnen dann sozusagen auch leben, entweder gerade zuziehen, schon dort wohnen, verschiedene Wünsche, Träume haben und Probleme und ich mochte das unglaublich gerne. Es war ja wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, so auch Sarah, das mir auch sehr, sehr gut gefallen hat und man taucht einfach so in diese Geschichten ein und trifft eben irgendwie gefühlt Freundinnen und man fühlte sich auch irgendwann dem Knights Building sehr zugehörig und ja, auch so beim zweiten Teil bei Sarah und man kann die wirklich unabhängig lesen, sie tauchen natürlich immer mal beieinander auf, die Charaktere, es gibt auch eine coole Playlist auf Spotify, die man sich dazu jeweils immer anhören kann und ja, mag ich wirklich sehr und finde die Reihe wirklich ganz, ganz toll und die hat mich wirklich in 2017 auch sehr begleitet und ja, mich auch sehr begeistert. Zum Geburtstag habe ich von Melanie Rabe die Falle bekommen und wir haben die dann im Zuge des Leseklubs auch gelesen. Es war, glaube ich, irgendwie eine Mischung zwischen spannendem Roman und seichten Thriller, je nachdem, welchem Aufdruck man mehr oder weniger geglaubt hat. Ich weiß, dass mir das Buch nicht ganz so gut gefallen hat. Viele haben das gefeiert. Ich mochte den Stil, den Melanie Rabe da angewendet hat, nicht ganz so gerne und auch die Auflösung hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich dachte, ach, das ist es jetzt. Ja,
leider nicht ganz so gut im Leseklub, aber gelesen, auch beendet, weil man wollte natürlich trotzdem wissen, wo es hingeht, wie es endet und was so passiert. Und ja, auch das nächste Buch ist ein Geburtstagsgeschenk, Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten, und den habe ich noch nicht gelesen und ich frage mich gerade, warum nicht? Ja, man hört so, so viel Positives über dieses Buch, was ja auch so ein bisschen in Science-Fiction-Richtung geht. Und ich frage mich gerade, warum das noch nicht gelesen wurde und kann es tatsächlich nicht beantworten. Es muss auf jeden Fall auf die Read-Liste jetzt unbedingt in den ersten 3 Monaten im neuen Jahr, weil ich glaube, dass das wirklich auch ein Buch ist, was noch so schön in diese kalte Jahreszeit auf jeden Fall passt. Und ich gerade echt nicht verstehe, warum ich das noch nicht gelesen habe und mich da so ein bisschen darüber wundere. Aber ja. Dann habe ich auch zum Geburtstag bekommen Einsamer Wolf, Flucht aus dem Dunkel. Und das ist ja so ein High-Fantasy-Spielebuch. Und ich habe mich da an eine etwas kürzeren Geschichte rangetraut, die ich in so einer Art Magazinform habe, und bin nicht so richtig zurecht damit gekommen und habe dann mich, glaube ich, davor gescheut, mit dem Buch weiterzumachen. Aber ich will dem Buch und dieser Idee dieses High-Fantasy-Abenteuers, wo man selbst der Protagonist ist und Entscheidungen trifft, möchte ich auf jeden Fall eine Chance geben. Und ich werde es vielleicht einfach nochmal mit der etwas leichteren Variante probieren und mich dann doch mal in das Buch stürzen, weil ich die Story spannend finde und auch einfach die Idee, dass man Teil der Geschichte ist, halt sehr cool finde und ja, das natürlich auch unbedingt ausprobieren möchte, weil ich glaube, dass man damit auch wirklich viele sehr intensive Lesestunden und Momente haben kann. Und ja, ich muss mich da auf jeden Fall mal dran probieren. Als Hörbuch ist eingezogen Das also ist mein Leben von Stephen Schbosky. Ich weiß immer noch nicht, wie man den Autor richtig ausspricht. Das war ja eine Buchempfehlung der lieben Adriana Popescu, die ich bekommen habe in unserem Hangout, das ich letztes Jahr mit ihr hatte. Und sie hat ja gesagt, das ist eins ihrer absoluten Lieblingsgeschichten. Und ich habe, glaube ich, dieses Hörbuch tatsächlich abgebrochen, weil ich es überhaupt nicht spannend fand, mich überhaupt nicht interessiert hat, was der Protagonist da eigentlich von mir möchte. Und ich dann noch überlegt habe, ob ich mir den Film angucke, den es, glaube ich, auf Netflix gibt. Aber ja, ich dachte, dann hättest du auch das kurze Hörbuch zu Ende hören können. Ja, ich konnte leider mit der Geschichte nicht viel anfangen. Es war, glaube ich, auch eins der wenigen Hörbücher, die ich auf Audible dann auch umgetauscht habe, was ich normalerweise nicht mache, weil ich mir ja immer denke, ich habe es ja trotzdem gehört. Und auch wenn mir die Geschichte nicht so gut gefällt, möchte ich ja diese Leistung trotzdem bezahlen. Und dementsprechend tausche ich tatsächlich Hörbücher. Ich habe, glaube ich, bisher nur 3 umgetauscht. Eins davon war auf jeden Fall Das also ist mein Leben, was ich schade fand, weil ich wollte, dass es mir gefällt, aber ja, man steckt manchmal nicht drin. Und dann sind, glaube ich, 3 Bücher der lieben Adriana Popescu bei mir eingezogen. Und zwar habe ich zum Geburtstag Rebuy oder Medimops-Gutscheine bekommen und ja, habe dann 3 Popescus abgegriffen. Zum ersten Ewig und Eins, mittlerweile auch gelesen, alle 3, das kann ich schon vorneweg sagen. Eine Geschichte über Freundschaft, über ja, Schulfreunde, die ja, die viel erlebt haben, die sich dann zum Klassentreffen wiedersehen und sagen, hey, in dieser Nacht holen wir alles nach und ja, haben einfach Spaß. Eine Geschichte, die mir unglaublich viel Freude bereitet hat. Und Adriana schafft es einfach immer, Charaktere zu erstellen, die man mag, mit denen man mitfiebert und das Gefühl hat, dass man sie schon ewig kennt und sie eben auch zum eigenen Freundeskreis gehören. Und ja, so auch bei Ewig und Eins. 5 Tage Liebe, eine wunderschöne Geschichte mit einem ganz tollen Cover, wie ich finde, das wirklich perfekt ein bisschen zu dieser Story auch passt. Ich glaube noch in der Self-Publisher-Ausgabe einfach wunderschön, denn die wahre Liebe, sie dauert eben nur 5 Tage. Großartige Story, das Ende, ja, ist auf den zweiten Blick erst perfekt und dann auch noch versehentlich verliebt. Hier treffen sich unsere beiden Protagonisten am Flughafen und wir haben hier einen Fantasy-Fan und einen Sci-Fi-Fan, also eine, die Herr der Ringe hypt. Und ich glaube, er war das Star Wars Trekkie sozusagen oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Und es war einfach toll. Dialoge, wie sie aus meinem Leben auch sein könnten, wenn eben so ein High-Fantasy-Nerd wie ich auf jemanden treffe, der eben eher Star Wars mag. Und ich das Gefühl habe, beides kann man gefühlt gar nicht mögen. Und ich habe diese Stories auf jeden Fall gefeiert. Ich mochte sie alle 3, ich fand sie wirklich großartig. Und bei Adriana hat man eben einfach das Gefühl, es sind Charaktere von nebenan. Und dennoch ist es immer was Besonderes und es liegt eben
eben was in der Luft und ich freue mich mega auf ihr neues Buch, das im März 18 erscheinen wird und ich bin total gespannt und freue mich da, was noch von ihr so kommen wird und habe jetzt auch kein Buch mehr von ihr auf dem Sub. Ich glaube noch das aktuelle Jugendbuch. Oder ist es das aktuelle oder das mit diesem Mädchen, was so an der Hauswand hochspringt? Also nicht an der Hauswand direkt, sondern die Hauswand nebenan hat und hochspringt. Ich glaube, das habe ich noch auf der Wunschliste. Also noch nicht zu Hause, aber ich denke, dass das auf jeden Fall auch noch gelesen wird. Dann ein Buchtipp von der lieben Lena, Hope and Despair, Hoffnungsschatten von Carina Müller. Ein Buch oder eine Reihe, von der Lena unglaublich geschwärmt hat und ich mir irgendwann mal in einem Schnäppchenangebot, ich glaube von einem Euro war es, also wobei ich glaube ich auch wieder einen Gutschein hatte, von der Thalia, mir dieses E-Book dann auch geholt habe und es tatsächlich noch nicht gelesen habe und mich auch gerade so frage, warum? Also, also es ist glaube ich auch eine Dystopie mit ein bisschen Liebe und es ist glaube ich auch eine Trilogie, wenn ich mich nicht irre, wenn es nicht vier Teile waren, ich weiß es gerade nicht hundertprozentig, aber ich weiß tatsächlich gerade nicht, warum, noch nicht gelesen. Sollte ich unbedingt mal nachholen. Ich glaube, man muss seinen Sub einfach viel öfter mal durchschauen oder auch tatsächlich E-Books irgendwo mal noch katalogisieren, dass man die ein bisschen vor Augen hat, weil echte Bücher im Regal sieht man halt doch immer mal wieder. Vielleicht muss ich da mal im neuen Jahr ein bisschen an meiner Katalogisierung arbeiten. Auch das neue Buch von Laura Newman ist erschienen, This New World. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann der Erscheinungstermin war. Auf jeden Fall ist das Buch als Testlesebuch bei mir im Januar eingezogen, wurde natürlich auch gelesen, auch in überarbeiteter Form nochmal drüber geguckt und ja, eine geile Story und ich freue mich schon auf das nächste Buch von ihr und hoffe, dass wir da bald was in Händen halten. Dann das neue Buch von Veronica Roth, Rat der Neun gezeichnet. Ein Buch, das ja hohe Erwartungen an uns Leser, in uns Lesern geweckt hat, die es nicht für alle gehalten wurden. Mir hat dieses Buch unglaublich gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon weitergeht, ob es da einen zweiten Teil gibt. Ich weiß, dass viele diese Mischung aus Science Fiction, High Fantasy und das alles so ein bisschen kompliziert, glaube ich, war. Auch die Namen der Charaktere, man hat sie, glaube ich, als Leser auch anders ausgesprochen, als jemand, der das Hörbuch gehört hat, was ich persönlich nicht schlimm finde, weil zu Namen ich mir irgendwann sowieso ein Gesicht vorstelle und dann ist der Name egal, dann erscheint automatisch beim Namen der Charakter im Kopf. Und dementsprechend finde ich das mit den Namen und so nicht so schlimm, wenn man die anders ausspricht oder jemand anders als man selbst. Es ist ganz egal. Auf jeden Fall, ich habe dieses Buch gefeiert und ich weiß auch, dass ich dann am Ende wirklich gar nicht mehr innehalten konnte und einfach ratzfatz dann durch war. Wir hatten dazu auch einen kleinen Hangout mit unterschiedlichsten Meinungen und Gedanken und ich weiß, dass das viele nicht gefeiert haben. Ich auf jeden Fall schon und ich fand es wirklich großartig und freue mich da auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Dann hatte ich, glaube ich, im Zuge der Avell Rebuy-Bestellung auch den zweiten Teil von Lockwood und Co. von Jonathan Stroud mitbestellt, weil er günstig war. Ich glaube 10 Euro und da musste ich einfach zuschlagen. Ich hatte aber noch nicht mal den ersten gelesen und so ist es mittlerweile immer noch. Ich habe weder den ersten noch den zweiten gelesen und glaube, dass es im neuen Jahr einfach Zeit wird, zumindest in den ersten zu lesen und dann zu entscheiden, ob man die Reihe weiterliest oder nicht, weil so liegen beide Teile halt nur im Regal. Ich finde es schon irgendwie schade, weil es soll ja so eine tolle Jugendbuchreihe sein und sie sieht auch optisch ganz, ganz toll aus und ich weiß gar nicht, ob jetzt aktuell schon der vierte rausgekommen ist. Ich glaube, alle Welt spricht gerade vom vierten Teil. Glaube ich. Ich glaube, dass der dritte zu dem Zeitpunkt erschien, als ich den zweiten mir zugelegt habe. Wenn es anders ist, könnt ihr mir das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Auf jeden Fall freue ich mich auf diese Story und verstehe auch tatsächlich nicht, warum sie noch nicht gelesen wurde von mir. Und vielleicht muss ich meine Subbücher einfach mal irgendwo extra hinstellen, damit ich die so im Blick habe. Dann passt natürlich nicht mehr zur Ordnung, aber ja. Das andere Buch oder das nächste Buch von Laura Labers, Ein Käfig aus Rache und Blut, habe ich verschlungen. Eine unglaublich geile Story, die wirklich im Grunde High Fantasy ist. Natürlich schon eher für ältere Jugendliche, sage ich mal, junge Erwachsene, die sehr brutal ist, die eine total taffe und starke Protagonistin hat und wirklich wieder ein Weltbild, wie ich es von Laura Labers liebe. Ich finde, die Frau kann Welten
erfinden und diese beschreiben, dass man wirklich einen Wahnsinnseindruck hat, einfach großartige Geschichten, und ich bin absoluter Fan davon und habe mich da sehr über diese Reihe gefreut, habe auch den zweiten schon gelesen, Ein Thron aus irgendwas. Das sind unglaublich komplizierte Titel, wie ich finde. Aber ja, großartig. Freue mich hier auch schon sehr auf den dritten Teil. Ich glaube, an den arbeitet Laura Labers auch schon und bin mega gespannt, wie mir der weitere Fortgang der Story gefällt. Auch geschenkt bekommen habe ich Boy 7. Ich glaube, auch ein Geburtstagsgeschenk und tatsächlich auch noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich mit geschickten Büchern immer so ein bisschen kritisch bin. Leider noch nicht gelesen, ist aber, glaube ich, gar kein so dickes Buch. Ich sollte vielleicht doch irgendwie so Lesestapel machen, wobei, wenn halt Bücher bei mir auf Leselisten stehen, dann werden sie in der Regel erst recht nicht gelesen, weil, ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie komisch. Aber ich werde es auf jeden Fall mal im Auge behalten und es muss jetzt einfach gelesen werden. So auch Lockout, ich glaube auch ein Geburtstagsgeschenk von der lieben Anita. Und da geht es eben einfach darum, sich auszulocken aus dieser ganzen medialen Welt. Und das ist ja was ich mega spannend finde. Und ich mich auch frage, warum ich noch nicht dazu gegriffen habe. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Und ich weiß, ihr werdet jetzt denken, meine Güte, Steffi, na, mach dir mal keinen Kopf oder dann verstehst du es nicht, ne? Aber es ist echt merkwürdig, weil man sich denkt, das sind nach spannend klingende Bücher und irgendwie fallen sie einem immer wieder in die Hände, aber man liest sie nicht. Vielleicht muss ich auch mal so einen Monat oder zwei so Sub-Bücher weglesen. Vielleicht bringt einen das wirklich mal was, wenn man keine Neuerscheinungen hat und keine Neuzugänge hat, die ja gefühlt immer irgendwie vorrangig gelesen werden. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht für mich. Vielleicht muss ich mir das mal für 2018 ein bisschen genauer überlegen. Auf jeden Fall freue ich mich auf dieses Lockout-Buch. Und bin mega gespannt, ob das was für mich ist und ob es ein paar Tipps beinhaltet, die mir dann auch weiterhelfen. Alice wie Daniel, sie sah, wurde von mir gelesen, war aber nicht so ganz mein Fall. Ich mochte es eigentlich ganz gerne, denn wir haben hier eben Alice, deren Vater, Wörter, Buchstaben mit Farben in Verbindung bringt und das eben so der Hintergrund dieser Geschichte ist, auch so ein bisschen dieses Tochter-Vater-Beziehung. Fand ich okay, aber jetzt nichts Herausragendes. So auch Silver Linings, was ja auch verfilmt wurde mit Jennifer Lawrence. Und dieser Film eben auf Sky lief und ich dachte, da liest du vorher erst das Buch. Ich fand die Geschichte, glaube ich, auch ganz okay. Ich habe den Film bisher dann nicht mehr weiter verfolgt, weil von Matthew Quick zum Beispiel das, die Sache mit dem Glück steht zum Beispiel hier. Und die Geschichte fand ich tatsächlich viel, viel besser als Silver Linings und, oder Linings? Nein, Linings wahrscheinlich. Linings? Ja, ich glaube schon. Mochte ich nicht so sehr. Ich glaube, es war auch sein erstes Buch. Konnte mich nicht so fesseln, packen. Ich habe es gelesen, aber hatte danach jetzt auch nicht den Drang, unbedingt noch den Film zu sehen. Dementsprechend habe ich ihn bis jetzt auch noch nicht gesehen. Aber Buch ist gelesen. Und so auch beim letzten Buch, Fantastische Tierwesen, das ja das Drehbuch ist. Zur Verfilmung sozusagen, die ja, glaube ich, im November, Dezember davor im Grunde erschienen ist. Und ich habe mir dieses Buch auch über einen Gutschein, die ich einfach hatte, dann natürlich auch geholt. Optisch wirklich sehr, sehr schön. Steht auch oben in meinem Harry Potter Schrein. Und hat mir unglaublich gut gefallen, dieses Drehbuch zu lesen, weil man natürlich nochmal so einen intensiveren Einblick bekommt und eine intensivere Geschichtenerzählung, was eben einfach so dieses, was die Mimiken angeht, die Gedanken angeht, die Dinge, die man sieht, die man beim ersten Mal gucken gar nicht so wahrnimmt. Und mittlerweile habe ich den Film auch schon auf DVD gesehen und mal auf Sky mir angeguckt. Und es ist ein ganz, ganz toller Film. Es ist ein, ich sag mal, erwachsenerer Harry Potter Film und ich mag die Story unglaublich gut und gerne und mag sie. Und ich mag die Story unglaublich gern und bin auch sehr gespannt auf den zweiten Teil, der ja jetzt Ende 18 erscheinen soll. Und es da ja jetzt auch schon Bilder gibt, wir wissen auch schon, wer Dumbledore in jungen Jahren spielen wird. Nicht ganz mein Geschmack, aber mich hat keiner gefragt. Ja, das waren sie nun, die 26 Bücher. Und wenn ich jetzt richtig an den Fingern gezählt habe, waren es 8 Bücher, die noch nicht gelesen waren. Und ich finde das auch wieder einen ganz okay Schnitt. Also es ist ja im Grunde ein Drittel, was noch nicht gelesen wurde. Es ist schon ein bisschen fast wieder viel, aber
ich kann es jetzt erstmal nicht ändern. Ich habe jetzt die Bücher mir wieder ins Gedächtnis gerufen und hoffe, dass ich an die auch einfach denke, wenn ich jetzt immer mal so ein paar Sub-Bücher lesen werde. Und vielleicht macht man tatsächlich mal so einen Sub-Lesemonat, in dem man nur Bücher liest, die eben irgendwie älter als ein Jahr auf dem Sub liegen. Da käme man, glaube ich, mal ganz gut voran und man reißt sich dann eben einfach mal bei den Neuerscheinungen und den Neuzugängen ein bisschen zusammen. Leichter gesagt als getan. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch, was ich jetzt noch nicht gelesen habe und ja, könnt hier eine ganz wunderbare Empfehlung raushauen. Dann bitte gerne in die Kommentare, würde ich mich mega freuen, über Motivation zu lesen. Und vielleicht habt ihr ja auch den ein oder anderen Tipp, wie ihr vielleicht mit euren Subbüchern umgeht oder den noch nicht gelesenen oder auch mit den E-Books, damit die in Erinnerung bleiben, könnt ihr mir natürlich auch gerne mal erzählen. Würde ich mich mega, mega drüber freuen. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß mit dem Video. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.